Machen wir kurz Playback. Das war schon unser Intro. Wir sind wieder mal live und zwar nicht ohne Grund. 1. Dezember. Wir machen dieses Jahr wieder unseren Adventskalender. Das war klar nach einem schwierigen Jahr für Musiker. Yep. David, wir kennen alle die Probleme, aber... Ja, die Probleme ziehen sich halt durch die Industrie, weil Streaming ist jetzt nicht unbedingt das Ertragreichste, kann man sagen. Und der Live-Sektor war halt für viele einfach sehr wichtig. Und nicht nur die Musiker, sondern auch Caterer, Live-Veranstalter, alles, was eben auch dahinter steht. Egal wo, wenn du mit irgendeinem Deutschrapper, der Festivals im Sommer machst, auf Tour bist, egal ob als Drummer, DJ, Keyboarder, ja. Arranger oder du bist der Producer im Studio, der Kerl hat keine Kohle dieses Jahr. Ja, ganz genau. Und deshalb sind wir wieder hier. Und verschenken Equipment und zwar genau. Vom Feinsten. Wir haben unsere ganzen Industriekontakte wieder angehauen. Yes. Und ich will jetzt gar nicht auflisten, was es gibt, aber fast jeden Tag sind wir wieder live am Start. Und zuallererst erklären wir jetzt mal, wie das funktioniert. Der David war beim letzten Mal noch nicht dabei. Das war 2018, war das, genau. Genau, ja. Und was halt wirklich super war, wir haben am Anfang gesagt, hey, schreibt in die Comments, warum ihr das unbedingt gewinnen wollt. Wir wollen wirklich, dass die Preise an Leute gehen, die es echt brauchen und, verdient. Wer hat was verdient? Keine Ahnung. Aber wenn du halt irgendwie dein Home-Studio soweit fertig hast und du willst deine EP produzieren, alles ist da, Mikro, geile Songs, deine Software, den Computer gekauft. Aber wegen dem schwierigen Jahr fehlt dir noch ein geiles Paar Boxen. Ja. Und dann kommen plötzlich hier in unserem Live-Adventskalender paar geile Boxen her. Dann mach ein kleines Video, zeig uns, erklär uns deine Situation und dann wird das uns schon weich kochen. Also wir werden wirklich gucken, die Boxen oder was auch immer es ist, werden nicht an die Leute gehen, die schon alles haben, sondern es geht wirklich darum, dass ihr das Particular Equipment wirklich braucht. Ja. Und rein technisch, fass es vielleicht nochmal zusammen. Wie soll das funktionieren? Also genau, rein technisch. Wir müssen ja wissen, welches Equipment ihr gerne hättet. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr so ein Video postet, dann bitte wirklich unter den Live-Post von dem Video mit dem Equipment, das ihr gerne haben wollt. Also ihr könnt es irgendwo hochladen, ist egal, aber den Link zu dem Video in ganz den genau, Comment ja. von dem Live-Feed posten. Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig überlegt, wie lang die Leute, Pizza hängt noch schief. Die Pizza von vorher. Ich würde mal sagen, so eine Woche lassen wir den Leuten Zeit. Gerne, also 7 Tage ab. 7 Tage würde ich Posting. Sagen. Jo, wir werden also nicht sofort am nächsten Tag oder nach 2 Tagen, sondern wir werden es uns echt in Ruhe anschauen. Aber 7 Tage ist dann schon Maximum. Also wenn ihr jetzt seht, der Preis heute interessiert mich mega, dann legt los. Und wenn er in 2, 3 Tagen den Link unter das Video postet, dann macht das gerne. Wichtig ist, wir gehen für jedes Produkt einmal auf Deutsch hier auf der Seite und einmal auf Englisch, auf der englischen Seite. Ganz genau. Live. Wir schauen uns aber alles an, was gepostet wird und werden im Team dann gemeinsam gewissenhaft entscheiden, wo der Preis halt wirklich passt. Verwandte, Freunde und wie auch immer sind ausgenommen von uns, sage ich dir gleich, David. Oh, schade. Nicht, dass jetzt halb Wien hier plötzlich mit neuem Equipment da sitzt. Wobei, wenn ein Wiener ein gutes Argument hat. Gerne. Give it to us. Genau. Und heute geht's los mit einer Software. Aber schon was richtig Feines, muss ich sagen. Was ganz was Feines Von Best Service, Sonuscore. Und zwar die Orchestra. Das ist für mich die geilste Orchester-Library, die es gibt. Vor allem aus dem Grund, weil sie wirklich schön spielbar ist. Also ich habe mir wirklich, seitdem ich Musik mache, immer sowas gewünscht, wie die Orchestra ist. Du hast ein Keyboard vor dir. Ich habe jetzt hier leider nur so ein kleines Keyboard. Aber auch das ist schon beeindruckend. Ich habe ja gerade, bevor wir live gegangen sind, schon ein bisschen gespielt. Das ist auch Es ist auch nicht nur das normale Orchestra, sondern es ist Orchestra Complete. Das ist noch eine Erweiterung, das wird ständig upgedatet. Und das ist also das maximale Package mit Winter Strings und so weiter. Vielen Dank an Best Service, die uns dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben. Das kriegt ihr
als Vollversion, volles Produkt mit allem drum und dran. Und ich habe es jetzt mal hier installiert und geöffnet. Ich kenne das auch schon, deswegen habe ich auch zu Best Service gesagt, hey, Orchestra wäre auf jeden Fall geil. Und ja. Zeig was, Marc. Zeig uns was. Ja, mehr episch. Ich klicke mich mal hier durch. Es gibt unendlich viel Zeug. Ich bin jetzt hier in dem Bereich, wo dann wirklich das Orchester quasi in Sync zu einem Tempo läuft. Es gibt aber auch Elemente, wo ihr halt komplett allein spielt. Mhm. Aber wofür das sehr geil ist, unter anderem ist halt, wenn ihr jetzt so, nicht nur wenn ihr Filmcomposer seid und irgendwelche Standards braucht, wie irgendwelche bestimmten Ostinatos, ja, so oder ganz so Standardmotiv, das ist alles dabei. Ihr könnt natürlich auch eigene Sachen entwickeln. Aber es ist jetzt auch geil für jemanden, der Hip-Hop produziert und mal irgendwie so ein Orchester-Ding haben will. Orchester-Hits ein paar. Ja, selbst geil. Für Techno, was auch immer. Ist also es wäre absolut feuchter Traum eines 80er Jahre Pop-Producer, wo ja diese ganzen Orchester-Hits als Samples kamen, aber natürlich noch ewig nicht in der Qualität. Ja. Ich klicke mich mal hier durch. Also man muss jetzt auch dazu sagen, diese Standard-Sounds, die man von anderen Produkten vielleicht auch kennt, die sind schon geil, die funktionieren auch total gut. Aber das ist die eigentliche Magic, wo wir jetzt sind. War doch ein Ding irgendwie mit Winter Snowflakes, was so schön. Winter Snowflakes? Zur Saison passt. Die Ice King. Mhm. Ich klicke mir einfach mal so durch. Das sind jetzt so Multis. Man muss sie auch jeden für sich entdecken, weil die haben alle so einen eigenen Rhythmus in sich. Nicht schon wieder Brass. Ich wollte was. Oh, irgendwas zu Strings und Woodwinds oder irgendwie so. Was? Hell Orchestra? Nee. Mhm. Das ist mir zu heftig. The Last Resort. Ich gehe mal ein paar durch. Das ist halt geil hier. Ich habe hier Modulation Wheel, dieses native kleine Keyboard. Und mit dem Modulation Wheel kann man immer eine ganze Menge machen. Epic. Frozen Force, Deadly Countdown, Kingdom of Ice. Vielleicht das. Mal eine andere Tonart. Ja, der Pitch Bend. Der Pitch Bend. Bleib vielleicht mal kurz bei dem Preset, und zwar das sind jetzt Presets, die vorgegeben sind. Einfach anklicken. Das sind jetzt so Multis, spielen. Also du hast mehrere Ebenen, du hast einmal diese einzelnen Instrumente und ich muss überlegen, wann es war, vor 2,5 Jahren war es, als das relativ frisch rauskam, habe ich mich mal mit den Entwicklern getroffen von dieser Software. Und da hat ein ganzes Team über ein Jahr dran gearbeitet. Da ist ein Typ, der nur, das ist übrigens für den Contact Player, also wer Native Instruments nicht hat, Complete oder was auch immer, der braucht nur den Contact Player. Ja. Wer es hat, kann es halt in dem kompletten Vollversion von Contact einbinden. Und bei dem Team, die diese Library entwickelt haben, war einer dabei, der hat ein ganzes Jahr lang nur diese ganzen Verknüpfungen von den Tasten, und du kannst es auch natürlich mit den
mit den Fadern vom Keyboard noch kontrollieren. Mhm. Das ist unheimlich komplex, lässt sich echt wie ein Instrument spielen. Genau. Und zwar in diesen Patterns gibt es dann halt auch diese ganzen Parameter noch, die man dann verändern kann und dann wirklich experimentieren kann. Einfach mal schauen, okay, was passiert. Ja, also je nach Lage. Hier, ich meine, hier ist nur so ein kleines Keyboard. Wenn du jetzt weiter hoch gehst, dann kommen auch andere Instrumente. Dann kommen Querflöten, Klarinetten irgendwann dazu. Unten sind dann irgendwann die Pauken. Also ich kann es jetzt gar nicht in der vollen Form zeigen, aber kannst vielleicht hier mal durch die Oktaven ein bisschen durchswitchen, dass man das mal hört. Also hier, wenn ich ein Modulation Wheel unten habe. Und je höher ich gehe, kommt dann mehr Rhythmus rein. Jetzt gehe ich mal in der unteren Oktave dazu. Oben 9. Macht echt Spaß. Ja, ich hätte es nicht aufnehmen sollen, jetzt hier eine Stunde vorher, habe ich hier schon die ganzen Dinger schon mal durchgejammt. Also es lässt sich halt echt gut spielen. Und ihr könnt aber dann die einzelnen Instrumente halt, wie ihr wollt, auch verteilen. Und es ist halt alles auch mit echten Orchestern aufgenommen. Was man, glaube ich, finde ich, auch echt hört. Ja. Also wenn man jetzt nicht total wild irgendwelche Sachen macht, klingt es halt wirklich auch wie ein echtes Orchester. Also man muss es schon dann auch mit Bedacht ein bisschen spielen. Und klar, wenn man es dann aufnimmt und im Sequencer oder in Logic, Cubase, wo auch immer drin hat, dann vielleicht nochmal kleine Anpassungen vornehmen. Ja. Aber es klingt schon enorm echt und zwar vom ersten Moment an einfach. Und darum geht es halt auch, finde ich. Ja, und ich denke, einige von euch sind da wahrscheinlich gerne dabei. Oh yeah. Gerade das komplette Ding ist auch wirklich nicht gerade billig. Klar, ich meine, wenn ein Team von 4-5 Leuten ein ganzes Jahr dran gesessen hat und die bringen ständig immer noch Updates raus und das sind absolute Freaks, also was da an IT, Know-how, Tontechnikerwissen drinsteckt. Nur by the way, super Podcast. Und echt geiles Video, finde ich, wie ihr da bei den Entwicklern zu Besuch wart. Das habe ich nämlich auch gesehen, bevor ich hier war. Und das fand ich damals schon geil. Da wolltest du auch gleich zu uns kommen. Ganz genau. Haben wir gedacht, die Orchestra ist so Hammer. Da bewirb ich Müssten mich mal wir eigentlich nochmal raussuchen und unten in die Comments posten. Ja, post mal den YouTube und Podcast. Gerade wer auf die Software Bock hat, für den ist auch interessant, sich das nochmal reinzuziehen. Ist es wirklich, ja. Eine Stunde Video und Podcast. Mhm. Wie gesagt, wir waren bei denen in den Studios, die haben so ein ganzes Haus mit 5-6 Studios und absolute Freaks und Könner. Genau, Best Service, Sonoscore, die Orchestra und jetzt geht's los. In die Comments unten rein. Wie gesagt, ihr habt maximal eine Woche, macht's ein bisschen schneller. spontanes Video. Ja. Es kann auch ein witziges One-Minute TikTok oder irgendwas, keine Ahnung. Beim letzten Mal hatte jemand alle seine Freunde interviewt und die haben quasi so die Hand für ihn ins Feuer gelegt, dass er wirklich ein ehrlicher Kerl ist und dass er hart arbeitet. Der hat sich das echt verdient, glaube ich. Der hat sich das verdient. Ja. Alle Tugenden auf den Tisch gelegt und hart gearbeitet, Content kreiert. So soll es sein. Das hat uns gut gefallen. Und in dem Stil wäre cool. Wenn wir dabei sind, ich bin aber auch total offen. Ich finde nämlich zum Beispiel auch, die Schulen sollten auch alle kleine Recording-Studios haben. Und da sieht es, ich weiß nicht, wie ist es in Österreich, bei uns sieht es auch mau aus. Gell? Ich habe mal gehört, in Schweden hat jede Schule ein Tonstudio und einer, der sich damit auskennt. Vielleicht machen die deswegen so viel Hits. Max Martin und so und viele andere. The culture makes a difference. Ja. Also wer, vielleicht ist ja auch ein Lehrer dabei, der sagt, hey, ich mache im Musikunterricht bei uns ein Programm, wo ich den Leuten wirklich was beibringe, was Spaß macht und nicht Blockflöte und Triangel.
und so Block, weiter. Block, Flöte hier. Ah, okay, Triangel. Große Trommel, Pauke. Ja gut, das ist laut, das macht Spaß. Das macht Spaß. ja, keine Ahnung, Schulen, Kirchen, was auch immer, irgendwelche Projekte, wo es vielleicht auch einer ganzen Gruppe zugutekommt, wie auch umso immer. Besser. Aber umso besser. Für uns ist einfach die Story wichtig und dass wir wirklich sehen, das geht an jemanden raus, der kann es echt super gebrauchen. Ja, darum geht es im Endeffekt dann auch. Und viel mehr haben wir dann eigentlich auch nicht zu erzählen. Das ist heute keine der üblichen Selbstdarstellungen, wo David sein Können zeigen möchte, sein Gitarrensolo und der Marc mal Nudeln. Wieder richtig den Fader rausholt und die Vocals editiert. Naja, du hast vorher schon da schön. Ich schon, oh, ja, ich lasse nochmal einen raus. Auch nochmal. Broken einen. Flower, das klingt doch super. Jetzt brauchen wir irgendwas Episches Tone. Zum Abschluss. Ja, oh. Instant Hit, würde ich sagen. Das sind die Woodwinds. Sparkle, Sparkle. Performe, performe, Marc. Ich weiß nicht mehr, in welcher Tonart. Ah, Fis, Fis. Beste Tonart. Lieblingstonart. Mir fehlt ein Finger. Modulation. Jetzt gehen wir nach C-Dur. Modulation Wheel, Marc. Modulation Wheel. Dynamik. Ja, ja. Jawohl. Gut. Haut rein, Leute. Die Software ist es wirklich wert. Es macht echt Spaß, ja, es, das ich, Ding. Es, wir gehen offline, spielen weiter. Ganz genau. Jo. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. The Orchestra Streamlined Orchestral Composing. Making it faster and more focused on your core idea. Now it's time for the next big step, the most requested feature. Simply play your idea. Drag and drop the MIDI and make adjustments afterwards. Change notes. Modify your rhythm. Use different instruments. Enhance your entire sound palette. The Orchestra. The easiest way to compose orchestral music.